Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir brauchen heute mal weiter. So als ich ja letztes Mal gekommen. Da stand ja noch an, ihn hier umzubauen. Das kommt heute auch als Programmpunkt dran. Dann natürlich auch das zu integrieren. Was dann noch vorher ist, hier hinter, falls das Ding umgebaut ist, ihn noch zu integrieren. Dann haben wir halt so um die Ecke soll es dann hier gehen. Und was wir als erstes machen werden ist, oh, komm mal rüber, ey. Einmal die Polizeistation hier zu integrieren. Wir müssen halt erstmal checken, ob mein Straßensystem passt. Ich habe mir überlegt, dass diese Linien hier übereinstimmen sollen. Von daher passt das ziemlich perfekt. Ja, seht ihr hier, die graue geht zu dem unter dem Gebäude über. Also passt das vollkommen. Es gibt noch ein Problem, dass dadurch, dass ich das nach hinten gesetzt habe, hier die Punkte jetzt auch falsch sind. Das muss ich mal umbauen, um es ranzustecken. Genau, und dann werde ich hier vorne halt einmal noch eine Straße ergänzen. Oder zwei, muss ich mal gucken. Den Weg verbinden, das ist Punkt 1. Den würde ich jetzt ganz schnell mal abhandeln. Also mal kurz bauen, um mich dann wieder melden. Und vielleicht gucken wir dann mal innen drin, ob wir die oberen Stockwerke fließen. Aber muss ich mal gucken, ob ich überhaupt noch hellgraue Fliesen habe. Ich glaube, ich habe halt nur die dunkelgrauen. Ich baue das Ding erstmal an den Straßenzug dran. Bis sofort. Da habe ich dann die Polizeistation auch schon einmal im Straßenzug integriert. Ich habe die von Lego, diese Metallic Silver Gullidecke gegen die schwarze ausgetauscht. Hatte ich ja schon weitergebaut, deswegen habe ich die jetzt durchgezogen. Und ich finde auch schwarze sind cooler, wenn sie ein bisschen mehr auffallen als dieses Grau davon Lego. Man sieht, ein paar Teile habe ich aus der Polizeistation rausrupfen müssen. Hier so die drei in der Hauptsache, weil und den noch. Denn ich musste ein bisschen was umbauen. Ich musste ja die Pinlöcher beide einen nach vorne verschieben. Hat okay funktioniert. Hier musste ich halt dann die Pflanzen auch nach vorne bringen. Ich habe jetzt ein bisschen braun gepackt, sieht gut aus. Und hinten musste ich sehr viel umbauen. Also ich musste ja einmal die gesamte untere Etage, die eine Hälfte hier abrupfen und dann unten umbauen. Aber passte schon. Ich habe ja hier das umrufen müssen mit Blumenform und dann musste ich hier hinten ja nochmal die gesamte Fläche von der Polizeistation einmal von dem Gebäude einmal unten abreißen und hier auch rein und die andere Wand nach hinten weg, denn man musste ja einmal ganz unten in diese kleine Höhle rein und ja, muss ja alles abrufen, das Ding versetzen und dann passt das. Genau. Das habe ich gemacht. Dann haben mich halt hier vorne das langsam versetzt. Ich habe halt erstmal die Fliesen abnehmen müssen, weil hier waren die reihig gebaut und nicht versetzt, wie ich es hier gebaut habe. Ging einfach, waren zurück die von Lego und nicht die wie von Strictly Bricks ohne Groove. Weil, ja, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Man sieht ja hier oben, die passt besser zusammen. Naja, aber ich finde so ein bisschen Muster in dem im Straßen. Flair macht, schadet ja gar nicht. Also ein bisschen unterschiedliche Pflasterfarben ist ja ganz normal. Genau, ich habe die Bank von hier nach hier versetzt, denn ich wollte jetzt nicht hier wieder die Laternen setzen, denn die ist zu nah an der dran. Deswegen habe ich die nach da gesetzt und dann die Bank ein bisschen rübergezogen. Finde ich passt. Ja, ansonsten habe ich nicht viel gemacht. Wir gucken uns mal kurz den Innenraum von der Polizeistation an, ob ich das Ding fließe oder nicht. Das wäre ja noch so ein Schritt. Aber ich denke, das werde ich jetzt dieses Video nicht machen. Ich zeige euch mal kurz die Option, die ich habe. Ich hoffe, das ist nochmal das Lightbluish Gray. Kein Light Gray, es kann Light Gray sein. Gib mir einfach irgendwas Lightbluish Gray. Komm, Lightbluish Gray Fliese. Ja, habe ich, okay. So, mal kurz zur Demonstration. Könnte den Innenraum jetzt nur fürs Büro erstmal bleib da drin, du Fliese, du. So, ich könnte den Innenraum einmal, also wir machen mal kurz hier ein bisschen Licht an. So, den Innenraum entweder mit der fettgefingerten Dark Bluish Gray, also dieses von Strictly Bricks, das ist ja ein bisschen anderer Farbton, oder ich fließe es Light Bluish Gray.
Halt einfach gleich mit der Treppe. Ich bin mir nicht sicher, ob mir eine der Gefahren besser gefällt oder ob ich eine der beiden wirklich nehme. Ich finde, an sich sieht das nicht schlecht aus mit dem Dark Blue Grey. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare, welche der beiden Varianten ihr besser findet. Dann würde ich es im nächsten Video machen. Und hier würde ich das Ganze schon. Boah, hier weiß ich gar nicht. Schreibt mal eine Idee in die Kommentare. Light Bluish Grey könnte man natürlich machen, so wie es jetzt schon ist. Ich weiß nicht, ob Dark Bluish Grey hier aussehen würde. Ja, würde gehen, gar nicht das Ding. Naja, wenn wir hier Dark Bluish Grey nehmen, würde ich natürlich auf der nächsten Etage, also hier, auch Dark Bluish Grey nehmen. Aber schreibt mal in die Kommentare, was euch besser gefällt, dann kann ich das nächstes Video einbauen. Ob die Polizei schon voneinander. Genau. Machen wir hier mal wieder aus. So. Packe ich das noch kurz drauf und dann würde ich kurz gucken, jetzt sofort am besten noch, komm, geh da drauf, so, nehme ich einmal hier hinten, jetzt geht es ja um den Bereich. Ich würde jetzt gerade einmal kurz das Ding, also die Spiel Ding einmal kurz mit dem Boden hier auf die Fliese bringen, also auf die Platte hier bringen und hier die schon mal dran setzen, um dann hier den schon mal so ein bisschen in Position zu bringen. Und hier unten, also hier die Straße rumziehen, dass wir hier schon mal so einen Anfang haben. Ich würde sagen, ich ziehe die Straße mal rum, setze den von seiner Baseplate auf die Plate und dann melde ich mich mal wieder und dann kann man mal gucken, was sich da am besten machen lässt. Bis sofort. Da bin ich schon wieder. So, ich habe einiges gebaut. Ich habe die Straße hier ein bisschen versetzt. Die war vorhin, damit die jetzt passt hier um die Ecke. Ich habe sie halt hier ein bisschen weitergelegt. Einmal rum für das, was ich jetzt noch bauen wollte. Und habe dann, wie man schon sieht, ein bisschen an diesem Spielzeug, der ist der Spielzeugladen, ne? Rumgebastelt. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich das Ding hier wirklich stehen lassen will, weil es blockiert schon ziemlich den Gang davor. Vielleicht drehe ich das Ganze nochmal, dass das Zahnrad hinten liegt. Das Ding läuft jetzt nicht mehr so richtig rund, weil es unten an der Noppe hängen bleibt, aber irrelevant. Ich habe die hier vorne auf so ein paar Juggerplates gesetzt, dass die davor bleiben. Und genau, ja, der Innenraum fehlt noch, aber ich habe jetzt erstmal nur das Grundgerüst gebaut. Also das Haus erweitert. Ich habe es hier um 3 Bricks erhöht, damit es auf die gleiche Höhe kommt. Also die erste Etage, die zweite nicht. Und nach hinten um ein paar Noppen erweitert, damit es ein bisschen schöner aussieht. Und ich habe halt die Fenster hier jeweils einen Brick hochgesetzt, damit die nicht mehr so, also sonst rücken die so tief. Das sah mir nicht so gut aus. Ich kann es euch vielleicht besser zeigen, wenn ich mal kurz hier das wegnehme und dann ein bisschen näher gehe. Die Farbe passt natürlich noch nicht, die muss ich noch bestellen. Kann ich mal kurz rausnehmen? Ich glaube, ich drehe es auch nicht um. Genau, hier kommt natürlich noch ein Fenster rein, das fehlt. Hier, das wird auch ausgetauscht. Und ja, ich habe es halt vergrößert, um das Ganze ein bisschen schöner hier reinzupacken. Vorher war es so klein, es ging nur bis hier war Ende. Also, ich habe um 4 Noppen erweitert, vorher war hier Ende. Ich finde, das sieht damit besser aus. Genau. Also, nee, hier war die Wand, ja doch, 4 Noppen. Ich weiß nicht, was mich da kaputt rechnet. Also ich habe es so 4 Noppen erweitert. Genau, und hier 3 Bricks in der Höhe erhöht. Ich habe halt keine Tennissteine, deswegen kommen wir noch Innenraum. Muss ich mir auch was überlegen, wie ich den genauer gestalte. Ich hätte diesmal gerne Fliesen für dort noch rein. Ich muss mir, glaube ich, mal eine ordentliche Ladung Lightbridge Fliesen besorgen. Hier vorne ist das Ganze jetzt ein bisschen anders, ein bisschen kleiner der Vorbau, aber finde ich okay. Und ja, hier und das muss auch noch ausgetauscht werden in Teilen. Das passt. Genau, das zum Erdgeschoss. Oberetage habe ich jetzt auch nicht so gravierend viel geändert. Aber es hat da alles viel Zeit gekostet. Vor allem die Straße ist und so. Naja, hier ist das gleiche Höhe. Hier ist der Aufwand, finde ich, zu hoch, das zu erhöhen. Deswegen lasse ich es auf der Höhe. Genau, hier auch wieder um die 4 Noppen erweitert. Auch den Balkon. Ich muss mir hierfür noch, naja, hierfür vielleicht nicht eine durchlaufende Platte, aber ist okay. Ja, die ist Light Gray, aber ist egal. Innen drin habe ich nichts geändert, außer hier halt die paar Fliesen dazu gesetzt. Und hier außen kommt dann hier wieder ein Fenster hin, das hat dann halt keine Blumen davor.
Finde ich, braucht es auch nicht. Denn sonst müsste ich mir noch mehr von diesen Azurton holen. Muss nicht sein. Hier beim Fenster, hier oben habe ich das Ornament nochmal erweitert. Dadurch hat es jetzt halt in der Mitte keine Verbindung, weil die nicht genug Platz haben, die Plates da. Das stört mich jetzt nicht so krass. Und genau, ist nicht viel geändert. Ja, Balkon, immer noch gleich. Ich brauche halt Asylteile und Fanteile. Das wird eine lustige Bestellung. Hoffentlich sind die Asylteile nicht zu teuer, weil sie zu selten sind. Ich hoffe einfach mal. Hier oben habe ich das ganze Ding auch einfach hier nur erweitert. Dafür hole ich mir noch eine durchlaufende Fliese. Ich lasse es, weil eigentlich ist es stabil. Na gut, ist es wegen der stabil, muss man sagen. Hier oben habe ich das ganze Ornament auch nochmal erweitert. Dafür fehlen mir ein paar von den 1er Lightbridge Grey Fliesen. Naja, ja, passt. Nichts Besonderes. So, das habe ich gerade mal kurz ich glaube, es waren schon fast 2 Stunden zusammengeschustert. Also, hierfür habe ich knapp über 1 Stunde gebraucht und hierfür fast 1 Stunde, weil ich es mehrfach ändern muss, weil ich nicht richtig gerechnet hatte. Genau, dann wollte ich ja noch den Bereich. Ich habe ja die hier noch eingesetzt und hier umgezogen und hier wollte ich genau den Kiosk reinsetzen. Vielleicht ein bisschen weiter vorne, mehr so hier ungefähr. Jetzt mach doch dich mal fest so. Ja, ungefähr den Kiosk hier hinsetzen. Das würde ich jetzt noch machen wollen. Mal gucken, ob das wenigstens einfach geht oder ob das jetzt auch wieder schwer wird. Ja, ich suche mir mal eine schöne Position aus, irgendwie so würde ich ihn setzen. Damit ich würde ihn doch ein bisschen mehr zurücksetzen, damit der hier stehen kann und der Mülleimer halt auch noch irgendwo hier. Ja, ich werde ihn mal irgendwie da platzieren. Mal gucken, ob ich ihn irgendwie hinkriege, dass es mir gefällt. Und ja, ich würde mich dann mal wieder melden, wenn der da steht. Also, da steht der Kiosk auch schon. Ich habe auch hier endlich mal dran gedacht, ein paar Noppen davor anzubringen. Habe ich leider hier beim Bücherladen vergessen. Vielleicht bringe ich die an, wenn ich hier die ganzen Rubik's-Dinger austausche, weil gucke, also mittlerweile geht es wieder ein bisschen, weil die Strictly-Rubik's besser sind. Die verziehen hier so total und die passen einfach nicht. Also diese, die 1x3, die ich hier mal mit Rubik's bestellt habe, Müll. Also einfach schlecht. Du kannst sie nicht nebeneinander setzen, wenn du sie nicht in die gleiche Richtung drehst. Wenn du sie mal andersrum setzt, verkanten sie sich, kriegst du sie kaum rein. Einfach schlecht. Hier, mir fehlen die 1x1er, die muss ich noch holen. Genauso wie hier die Jumper Play. Ja. Kiosk steht jetzt hier. War ein bisschen heftig drin, die 1x1er Plates mitzubringen, aber passt. Muss mal gucken, was jetzt hier nachher hinten hinkommt. Mal schauen. Vielleicht kommt hier, je nachdem, was jetzt hier dann hinkommt, um nur die Ecke zu gehen. Muss ich mal schauen. Oder was halt ich mir hinkommen? Ich habe keine Ahnung. Ja, es hat nur immer die Plates, dass die überstehen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein Modul dran stellen wollen würde, hier geht's ja und hier die sind einfach Übergröße. Wenn ich es natürlich hier drauf packe, ist das egal, aber naja, es ist einfach nicht praktisch. Ja, ich habe hier die einfach ein bisschen Absatz bestellt, da kann ich so ein bisschen drehen. Und ja, ich finde es ein schönes Ding. Ich muss mir noch einen Verkäufer da reinstellen. Den vielleicht suche ich mal kurz an. Ich finde er könnte am Kiosk arbeiten. Passt ganz gut. Jetzt muss ich nur wieder dieses Dach abnehmen, was ja unter ist. Ah ja, da gab es ja noch ein Problem. Für ihn war keine Noppe da unten drin. Ja. Aber auch nicht viel Möglichkeit umzukippen. Dieses Dach ist einfach nicht schön anzubringen. So. Jetzt haben wir einen Verkäufer. Der sieht doch recht viel freundlicher aus. Hier können Leute schon Schlange stehen. Ein bisschen gucken noch von der Seite. Passt. Ja, genau. Jetzt sind wir durch mit dem Video. Nächstes Video wird natürlich kommen, wenn wir ein neues Material haben, was wir hier einfügen können. Nächstes Video wird natürlich das Ding hier um, also er hier umgebaut. Hier vorne dann die Dinger hier erneuert und dann hier ein paar Noppen hingemacht vor den Eingang. Und ja, ich finde, dieses Video haben wir eigentlich geschafft. Jetzt ein bisschen größer das Ganze hier. Also, wir sind gewachsen. Ich habe die Polizisten nochmal wieder aufgestellt, ein bisschen davor. Ich habe auch hier vergessen, noch hinzupacken. Vielleicht werde ich das Ganze nochmal erneuern. Genauso wie hier irgendwie ein paar Noppen. Es ist absolut kein Spaß, die Strix-Dinger vom Boden abzukriegen. Aber ich werde mich bemühen, weil ich hätte schon gerne ein paar Noppen. Und ja, würde sagen, war ein erfolgreiches Video. Schön Mod integriert, Straßen schön erweitert, die Ecke hier ausgebaut und ich finde, das Ding passt jetzt deutlich besser da rein als vorher. Ja, genau, sind wir durch. Können wir noch schön mal hier so ein Auto auf die Straße stellen, dass das Ganze ein bisschen belebter ist.
Kommt noch ein zweites drauf. Nee, so geht das. Doch. Steht richtig, nur auf der falschen Seite, die noch gar nicht bewahrt wurde. Ja, ist die Stadt hier ein bisschen belebt. Und, ja, genau, hier werden auch mal Figuren ergänzt. Ich muss meine ganzen normalen Figuren mal finden. Ich hatte hier irgendwo, aber ich weiß nicht mehr, wo die sind. Ah, doch, ich habe sie gefunden. Ich habe sie alle zerlegt. Ich werde noch ein paar Minifiguren bauen, die wir einfach in die Stadt stellen können, dann finden wir im nächsten Video. Und natürlich wird auch der Innenraum von dem erneuert. Und Eier und viel. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr besser fandet für den Innenraum. Light Bluish Grey, Dark Bluish Grey oder schreibt welche andere Farben in die Kommentare für die Böden in der Polizeistation, weil das werden wir auch angehen. Ja, Innenraum da unten und ja, mal gucken, was für Model wir nächstes hier integrieren werden. Ja, genau. Ich würde sagen, wenn es Video gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr das nächste Update nicht verpassen wollt. Und es wird ein bisschen dauern. Wir müssen erst ein Modell bauen. Und ja, macht euch einen schönen Tag. Bleibt gesund, baut was Schönes. Bis zum nächsten Mal.